Ja, weiter geht es mit Let's Play Titan Quest und dem Add-on Immortal Throne in der Epic Edition natürlich. Ich dachte, mir ist ein wenig kalt, da kann ich ein bisschen heiße Action gebrauchen und deswegen starte ich mal... Warum flitze ich eigentlich so? Naja, egal. Ich starte einfach mal Titan Quest. Wir haben das letzte Mal hier aufgehört. Wir befinden uns am Pfad des Schreckens. Ich habe noch letztens beim Beenden der Aufnahme gesehen, dass wir hier noch ein Portal zu aktivieren haben. Das habe ich jetzt getan. So, wo müssen wir lang? Wo sagt die Karte, dass es lang geht? Ja, toll. Irgendwie... Vielleicht hier? Ich habe keine Ahnung. Warte mal, wo kommen wir überhaupt her? Vielleicht sollten wir den Geistern hier folgen. Wir müssten doch aber eigentlich... Ach, von hier... ja, komm. Scheiß drauf. So... Ich wurde auch letztens gefragt, bevor ich das vergesse, so eben die Itemanzeige wieder einschalten, warum ich so schnell mit dem Speer zuschlage. Falls du zuschaust, meine Angriffsgeschwindigkeit beträgt 160%. So, das ist eine ganze Menge. Ich glaube, wir waren schon mal bei 170 oder sowas, aber ich habe dann doch lieber andere Items genommen. Ach ja, jetzt sind wir wieder hier in dem Turm des Gerichts. Aha. Ja, brüssel dich mal auf. So. Ach nein. Guck mal, wen wir hier wieder haben. Die Giftpeitschen. Aber mit denen machen wir schnell kurzen Prozess, bevor sie uns... Ist das ein Schrein? Jawohl. Bevor sie uns in unsere Einzelteile zerlegen können. Ach, da sind ja noch mehr. So, hier. Zack. Die halten ja zum Glück nicht so super viel aus. Ah, da ist wieder so einer von den... Das sind die Gefährlichen hier. Nicht der. Der. Der Große muss weg. Und vielleicht sollte ich nicht im Gift stehen bleiben, was ich irgendwie die ganze Zeit tue. Und ich weiß nicht warum. So, weg. Nein, ich muss die Kiste looten und ich stehe natürlich mitten im Gift. Super, wenigstens haben wir einen Energietrank bekommen. Wenigstens etwas für unsere Mühen. So, hier geht's gar nicht weiter. So, und hier rein, zack. So, schnell die anderen noch umnieten. Solange sie sich nicht bewegen. Beziehungsweise ihre Bewegungen sind ja eigentlich nicht das Problem, sondern eher das Gift. Denn ich muss mal kurz schauen. Wir kriegen 33% mehr Schaden von Giftangriffen. Warum auch nicht, ne? Wenn man auf Schmerzen steht. Oh, das wächt das irgendwas. Und noch irgendwas der Intelligenz. Das schauen wir uns gleich an. Warte mal, das kann ich ja so aufnehmen. So, ein Schild. Mhm. Ja, toll. Plus 2 auf alle Fähigkeiten der Verteidigungsmeisterschaft. Das ist natürlich schade, weil wir den Verteidigungsbaum nicht gewählt haben. Ist also leider nichts für uns. Was haben wir hier? Ist natürlich wesentlich schlechter. So, hier oben ist noch was. Ein Brunnen, wie ich gesehen habe. Ich will erstmal hier diese Mistviecher hier killen. Jawohl. Weg mit den Mistbeuteln. Nicht hier so rumzappeln, Kiste öffnen. So, was haben wir hier drin? Natürlich nur ein bisschen Gold. Das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein, wenn wir hier jemals Schätze bekommen würden. So, jetzt aber. Da war der Zauber noch nicht ready. So, was haben wir hier drin? Ein Gesundheitstrank und ein bisschen Klimbim. Also Gold. Ich glaube, hier waren wir noch nicht drin. Hier sind aber auch nur diese komischen Viecher. Sollte das hier aufbewahren. Für den Großen hier. Ihr könnt ruhig was fallen lassen. Nein, tun sie natürlich nicht. Warum auch? Ich muss ja nur gegen böse Kreaturen kämpfen. Wie kann man mir da irgendwelche Items droppen, die mir auch noch entgegenkommen würden, ja, die Gegner schneller zur Strecke zu bringen. So, hier haben wir wieder einen Brunnen der Wiedergeburt. Deswegen wollte ich hier zuletzt hin. Und da haben wir so ein Riesentörchen. Und dann steigen wir mal ab die 5. Etage. Oha, ich habe schlimme Erinnerungen an diesen Ort. Und ich bin schon sehr gespannt, wie heftig das auf diesen... Mann, lass mich in Ruhe. Wie heftig das auf diesen Schwierigkeitsgrad werden wird. Da hat es mich ja doch zerrissen. Aber zum Glück spawnen wir hier gleich nebenan. Wir müssen noch das Treppchen hinabsteigen. Ach Gott, ist das schon wieder peinlich. So, hier, direkt rein. Das ist ja dieser pinkfarbene, der uns da richtig zu schaffen macht. Aber wir haben bald Level Up, sehe ich gerade. Das ist richtig cool. Level Up sind immer cool. Vielleicht sollten die echt nur angreifen, wenn irgendwelche Zauber fertig sind. Naja, die mache ich jetzt so. Das sind ja nur die normalen. Die sind nicht so schlimm. Wie gesagt, aber die großen...
pinken. Ah, hier sind wieder diese Dämonenbogenschützen. So, schnell weg mit dem. Mit denen habe ich auch keine guten Erfahrungen gemacht. Ja, das sind noch mehr. Ah, nein, nicht ruckeln. Na, super. Ich sollte vielleicht auch einen Energietrank nehmen, ich Eumel. Huch. So wollte ich das machen. Und so. Jawohl, da hat sich das Warten doch gelohnt. Warte mal, hier oben geht es nicht weiter. So, das sind noch Bogenschützen, die habe ich gesehen. Ah, nein. Nein, ruckel nicht. Nicht hier. So, weg mit euch. Mistviechern, ey. Na super, da kommen die nächsten an. Ich sollte mich vielleicht eher auf die Bogenschützen konzentrieren, weil die machen mich richtig fertig hier. So, was haben wir hier drin? Natürlich. So ein bisschen Zeug. Wieder so einen komischen Schild. So, hier haben wir noch mehr. So, zack. Ich habe das Gefühl, die sind nicht ganz so schlimm hier, diese Nahkämpfer, aber die Fernkämpfer, ja, die... Ja, die quasseln irgendwas. Ich weiß nur nicht, wo die sind. Wahrscheinlich im Nebenraum oder so. Ah ja, natürlich. Wo auch sonst. Die Bogenschützen sind echt heftig. Ich weiß nicht, warum. Und ich weiß überhaupt nicht, warum es hier ruckelt die ganze Zeit. Das ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Ah, hier sind die nächsten. Aber die Nahkämpfer, die sind überhaupt nicht schlimm. Wie ist er jetzt tot und hat sich gegen die Wand gelehnt oder was? Hier, der Döst, guck mal, der hat sich gegen die Wand gelehnt und will einfach nur schlafen, der ist müde. Wahrscheinlich hier ein paar Schichten geschoben. So, zack, tot. Hier, Bogenschütze. Seht ihr, wie das Leben runtergeht bei mir? Das ist bei den Nahkämpfern nicht der Fall gewesen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ha, gut, hier sind schon mal keine Dämonen mehr. Ah, nee, aber dafür sind... Oh, schnell weg mit dem. So, dann nehme ich lieber die Bogenschützen in Kauf als das Vieh. Ich hoffe, da oben ist keiner. Oder da unten. Ach, dann halt so ein bisschen betäuben. Dann geht das auch ein bisschen besser. Okay. Ach, natürlich ist da auch noch einer. Hat er sich hier versteckt in der Ecke? Wo der Glenwan und seine Let's Play-Brille nicht hingucken können. So, ach ja, mit die schon wieder. Ach, Mist. Und die stehen natürlich zu einem Überfluss auch noch ein bisschen weiter auseinander. Aber die hätten wahrscheinlich, oder wir hätten wahrscheinlich gute Chancen, einen vernünftigen Bogen hier zu bekommen. Wenn die denn mal einen fallen lassen, den man denn auch gebrauchen könnte. So, weg mit dir. So, das nehme ich mal mit. Ja, was auch sonst. Was soll man mit Loot auch sonst machen? So. Ach, scheiße. Ja, super. Jetzt sind sie tot und dann löst der Zauber aus. Das ist natürlich großes Kino. Okay, weg mit dir. Weg mit dir. Level up. Jawohl. So. Ach, du Scheiße. Das sind ja noch viel mehr. So, du darfst bitte sterben. So, ruhig alle stehen bleiben hier. Ja, immerhin zwei bekommen. So, weg. Na, bleibst du stehen. So, zack. Der Glenwan lässt sich nicht kiten. Okay, haben die irgendwas fallen lassen? Nein, natürlich nicht. Warte mal, haben wir da oben alles erkundet? Nee, hier waren wir noch nicht drin. So, weg mit dir. Das war totale Zauberverschwendung, aber egal. Jetzt bleib doch mal stehen. Ich glaube, das ist der Albtraum eines jeden Nahkämpfers, wenn die Gegner die ganze Zeit weglaufen. Naja. So, weg mit dir. Die Kiste machen wir auch schon mal auf, damit der letzte Verbliebene auch noch mal richtig schön mitbekommt, dass wir seine Schätze plündern. So, damit er richtig noch mal richtig schön aggro wird. Aber das bringt ihn ja nichts, weil er in dem Moment halt tot umkippt. So, hier geht's tiefer. Vierte Etage. Jawohl. Und hier haben wir auch wieder einen Brunnen der Wiederbelebung. Oder Wiedergeburt? Ach, keine Ahnung. Na super. Das war wieder so schlau von mir, weißt du? Und das auch. Oh, ein Schmiedebogen des Blitzes. Habt ihr es gesehen? So schnell die Auren anschmeißen und wieder rein ins Kampfgetümmel. Hier die Meisterbogenschützen. Genau, da habe ich den Tipp bekommen, ich soll die doch zuerst töten, weil die eben diesen Giftschaden nochmal machen. Aber wie du siehst, hatten wir davor
auch ein paar Probleme mit den Bogenschützen. So. So, was haben wir hier? 100 bis 108 Schaden und Kälteschaden. Hier haben wir halt Blitzschaden drauf. Das könnte ich ja schon mal austauschen. Jetzt machen wir... Warte mal. Schaden pro Sekunde 1034. 1016. Ja, Donnerwetter. Ja, so viel bringt das gar nicht. Machen wir echt... Wahnsinn. So, die packe ich mal in Stärke. Wobei, nee, warte mal. Die packe ich dann lieber in Geschicklichkeit. So. Haben wir echt 1037 Punkte? Ist das Schaden pro Sekunde? Warte mal, wie viel haben wir hier? Okay, 1761. Da fehlen uns 730 Punkte. Aber mit dem Bogen, das möchte ich gerne mal ausprobieren. Vielleicht finden wir ein paar Fähigkeiten, die uns auch noch ein bisschen unterstützen. Wie zum Beispiel die Salve. Oder, wie wäre es hier mit? Speer und Bogen. 6% Benutzungswahrscheinlichkeit. Blutungsschaden. Vielleicht sollten wir den auch mal skillen. Ach, die Benutzungswahrscheinlichkeit steigt auch noch. So, jetzt haben wir 10% Benutzungswahrscheinlichkeit. So, ich bin mal gespannt. Vielleicht sollten wir unseren Grabstein auch mal wieder einsacken. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das so als Bogenschütze spielt. Wahrscheinlich total behämmert. So. Ja, total behämmert. Warte mal. Jetzt weiß ich die Wechseltaste nicht mehr. Ha! Und weg mit euch. Ich bleib lieber im Nahkampf, ganz ehrlich. Vielleicht für Bossgegner, die so ein bisschen stationär sind, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Aber nicht, wenn die auf einen zurennen. Ich glaube, das ist nicht so cool. So. Bin ja schon sehr gespannt, was uns am Ende dieser Hallen hier erwartet. Jawohl, alle getroffen, alle weggefetzt. Sehr fetzig. So, was haben wir hier? Ach so, nein. 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 Nein, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Da war wieder so ein Giftbogenschütze. Wenn ich den doch jetzt ausfindig... Ach, da oben ist er. Zack. So. Da sind wir doch mal ein bisschen entgegengekommen, wa? Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Aber es geht, es geht. Ist alles cool. Ah, hier ruckelt's wieder. So. Mann, ich sollte mich mal nicht so anstellen hier. Okay, was haben wir hier drin? Noch mehr von den Viechern? Nicht? Oh Mann, ruckel doch nicht so. Jetzt habe ich meinen Einsatz verpasst. Das ist doch nicht wahr. Vor allem, ich mache gar nichts im Hintergrund, dass es überhaupt ruckeln könnte. Ah, doch. Ich habe vorhin das Java-Update gestartet, aber irgendwie passiert nichts. Also dieser Auto-Updater von Java ist echt für den Arsch irgendwie. So, zack, weg. Gesundheitstrank nehmen, bevor wir das zeitliche segnen. Schnell die Bogenschützen wegrotzen. So, einer noch. Boah, wir können uns so gerade über Wasser halten. Huch. Der Aufseher, natürlich. So, leg die schlafen. Die Beinwickel, die nehmen wir natürlich alle mit. So, und rein ins Getümmel. So, zack, tot. Ach, das ist auch so ein Meisterschütze. Na, super. So, die hauen wir auch nochmal schnell aus den Latschen, bevor unsere Reise weitergeht. Ich glaube, allzu lang ist es nicht mehr. Wir dürften, ja, uns wird hier irgendwas erwarten. Da sehen wir auch schon ein Quest-Symbol. Aber ich schaue erstmal hier rein. Achso, ich glaube, die sind harmloser, ne? Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Wahrscheinlich sage ich jetzt, die sind super harmlos. Oh nein, wir sollten den, die Klingentänzerin, die macht uns kaputt. So, weg mit euch. So, haben wir hier noch was drin? Natürlich noch mehr von den Viechern. Aber solange keine Klingentänzerin dabei ist, ist mir das eigentlich Wurst. Okay, weg. Mann, die quietschen aber komisch. Ach du Scheiße. Seht ihr das? Ach, da toll, der Phantomschlag ist gar nicht bereit. Mist, Mist, Mist. Ah, falsche Richtung. Ah, ich finde das Tor... Oh Gott. Ich bin so selten dämlich, ne? So, weg mit dir. So schön die Viecher hier kaputt dreschen. Warte mal, vielleicht sollten wir den Bogenschützen zuerst angreifen. Und zack. Zu Tode gestochen. Eine kleine Kiste versteckt hinter der Säule. Wobei, wenn die Perspektive ja nicht wäre, wäre es ja nicht wirklich versteckt. Was ist das überhaupt für ein Schrein? Ich habe keine Ahnung.
So, tot. Ich bringe hier toten Verderb. Vielleicht sollten wir doch eben schnell hinten gucken, was da nochmal los war. So, weg, weg. Und du auch. Jawohl, bevor wir uns dem Brunnen nähern, oder ist das der, von wo wir gekommen sind? Natürlich ist das der, von wo wir gekommen sind. Wer auch sonst? Ach, da geht's runter. Okay. Aber da wollte ich jetzt eigentlich noch gar nicht hin. Sondern ich wollte hinten. Da haben wir noch dieses, ja, diesen Quest-Ausrufezeichen gesehen. Oder dieses Quest-Ausrufezeichen. Da gehe ich jetzt nochmal nach dem Rechten schauen. Vielleicht ist es irgendein Zwischengegner oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, was uns am Ende hier erwartet. Und da habe ich nicht wirklich Lust drauf. So, ach. Hier ist eine von diesen komischen Viechern. Vielleicht sollte ich mich ein bisschen bewegen, bis meine Gesundheit sich überlegt, wieder intakt zu werden. So, zack. So, erstmal hier das Vieh weg. Und dann können wir hier ruhigen Gewissens auf die Schlangenkönigin eindreschen. Ah ja, wahrscheinlich, weil sie vergiftet, haben natürlich kaum Chancen. So. Das ist total lustig. Ich pfeife, glaube ich, gerade durch die Nase. Kann das sein? Hört man das? Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. So, So, da waren wir auch noch nicht hier unten. Das kann ja nur unser Tod sein, der hier lauert. Gut. Ich glaube, dann haben wir hier auch alles fertig. Naja, fast. Müssen wir da hin? Ich weiß es nicht. Nee, wir haben jetzt Level Up gehabt, ne? Das sollte eigentlich langen. Ansonsten, wenn wir wieder farmen müssen, werde ich das mal wieder in einem Livestream ansetzen. Achso, wir müssen hier runter. Natürlich. Wo auch sonst. So, hier. Warte mal, hier unten waren wir auch noch nicht. Aha, so viele. Und eine Klingentänzerin. Die sollten wir natürlich als erstes hier weghauen. Neben diesen Caster. Ja, wie nennt man die Viecher? Ja, jetzt habe ich den Namen auch nicht mir gemerkt. So, was haben wir hier drin? Jawohl, ein Medaillon. Das schauen wir uns doch mal an, bevor ich es vergesse. Hier. Na super, wieder Intelligenz. Können wir natürlich gar nicht gebrauchen. Na guck mal, wir haben hier schon wieder viel bessere Speere. Was macht der hier? Na, die kommen schon nah ran an den Schaden von unserem jetzigen, aber naja, beim nächsten Mal vielleicht. So. Genau, hier haben wir den Gang nach unten entdeckt. Da werden wir auch mal wieder lang gehen. Ganz schön bedrohlich hier das Zeug. So, dritte Etage. Und wenn ich auf die Uhr schaue, sagt es mir, dass der Part schon wieder rum ist. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Titan Quest mit dem Add-on Immortal Throne in der Epic Edition. Also, bis dann.